Hallo und herzlich willkommen, Leute, Slacken Let's Play hier, Episode 3 von Fallout 4. Es tut mir leid. Wir haben Codesworth gerade gefunden und er hat uns eingeladen, hier ein bisschen rumzugucken. Mr. Handy, Treibstoff. Ja, das ist ja für den. Ja, dann hat er ja Treibstoff gehabt. Aber bestimmt nicht für 200 Jahre. Spielzeugauto und Babyrassel brauchen wir nicht, nein. Durchaus, das brauchen wir nicht. Das macht keinen Sinn, denn wir sind kein Baby. Ja, wo ist denn dieser Codesworth eigentlich hingegangen? Komm, den suchen wir jetzt, Alter. Den finden wir. Such mit Codesworth die Nachbarschaft ab. Ja, wo ist er denn hin, Mann? Ja, die Nachbarschaft kann ich auch so absuchen. Irgendwann wird er schon auftauchen, schätze ich. Ja, hier ist ja alles ziemlich leer. Das ist ein Kaka... Ne, Blähfliege. Ja, die kenne ich zwar nicht, aber ihr Fleisch ist bestimmt vorzüglich. Gar vorzüglich. Ich mag Fleisch. Fleisch ist gut. Hundenapf. Alter, ich kann ja alles Mögliche mitnehmen. Ist ja nicht mehr schön. Ist das was Gescheites? Kaugummi? Weißt du was? Kaugummi nehmen wir mit. Es gibt immer irgendwelche Gammler, die dann meinen, ey, hast du mal einen Kaugummi? Dann kann ich sagen, weißt du was? Ja, hab ich. Hab ich sogar wirklich. Sturmfeuerzeug. Hey, das ist sogar wirklich gut. Haarklammern. Da war eine Haarklammer drin. Wisst ihr was? Die hätte ich vorher gebraucht. Dann hätte ich jetzt eine geile Waffe. Stattdessen? Nein. Ich meine, theoretisch könnte ich natürlich wahrscheinlich zurückgehen. Die Frage ist, ob das Sinn macht. Ich krieg wahrscheinlich so auch noch genug Waffen. Ja, ist ja alles leer. Was ist denn das? Ist das ein Staubsauger gewesen? Kommode leer, Kommode leer. Ja gut, dann raus hier. Warte mal, war da was? Ach ne, das ist auch so ein komisches Dingsbums. Irgendwie die Häuser sind ein bisschen abgefuckt. Kann das sein? Ich glaube, da drin will keiner mehr wohnen. Beziehungsweise ich würde nicht mehr drin wohnen wollen. Vor allem nicht, wenn da kein Dach mehr ist, weil... Oh, ich glaube, Codesworth ist da vorne. Da leuchtet ein. Oh, da ist er drin. Geh mal rein. Hey, yo. Was geht ab, Digga? Alles klar bei dir? Hier ist Ihre Familie. Hier ist meine Familie? Bist du behindert? Das ist nicht meine Familie. Wo soll hier meine Familie sein? Bist du... Also, ich glaube, der ist ein bisschen kaputt im Kopf. Ein bisschen kann ich das verstehen. Codesworth. Codesworth. Ihre Frau und der kleine Schock. Warum ist der abgehakt? Weil ich weglaufe, oder was? Das könnte durchaus der Fall sein. Stimpak im Spiegel drin? Holy shit. Ich wusste gar nicht, dass man was in Spiegel verstecken kann. Das sieht nicht unbedingt aus wie eine Tischlampe, aber sagen wir mal, das ist eine. Auf jeden Fall ist das eine Tischlampe. Sauberer blauer Anzug. Hey, blauer Anzug. Wie sieht denn das aus? Was Radiostationen haben einen Sendebereich? Wollen wir da mal reinschauen? Kann man schon machen, du. Kann man durchaus machen. Aber erstmal will ich mir die Kleidung angucken. Blauer Anzug. Sauberer blauer Anzug. Aber ich glaube, das ist nicht so schlau. Weil das hier gibt mir Resistenz. Ich glaube, die Resistenz gegen Strahlung brauchen wir. Okay, da kommt nichts. Das ist doch geil. So gefällt mir das. Wundergeil. Kommt er mit? Irgendwie nicht, ne? Langweilig. Hey, Codesworth. Nicht? Kommst du jetzt mit? Dann halt nicht. Dann bleib halt da drin stehen. Ganz ehrlich, juckt mich jetzt auch kein Meter mehr. Benutzteröl-Kanister, das ist halt gay. Klebeband. Nee, Löffel brauchen wir nicht. Wer braucht Löffel? Wir haben Hände. Gibt's nix. Toilette ist geil. Ich mag Toiletten. Ist da was drin?
Braminschädel, Ushanka. Ah ja, gib her, keine Ahnung. Klingt russisch, ist geil. Geil ist russisch. Ganz einfache Mathematik. Können wir da drauf springen? Natürlich können wir. Woo! Klebeband. Ne, noch mehr. Also wir haben schon Klebeband, ne? Also es klingt ja schon episch mit der Musik. Ich dachte gerade, da steht jemand. Oh shit, oh shit. Hey, ich kann die einfach nicht mal treffen, so schlecht bin ich. Du hast Strahlungsschaden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Such einen Arzt oder nimm Red Away. Ja, ich glaube, wir haben kein Red Away. Würde mich wundern, wenn wir das haben. Aber man weiß nie. Oh, Kühlschrank öffnen. Ist da eine Milchflasche? TV-Dinner-Tablet. Wie wär's mit einfach einem Teller? Tablet. Oh, das ist geil. Oh, das bin ich. Auf jeden Fall. Aber sowas von. So, was haben wir hier noch alles? Haben wir irgendwie ein Questlog oder so? Such mit Codesworth die Nachbarschaft ab. Ja, aber wenn ich dann anlabere, kommt doch gar nichts. Bist du... Oh, das ist die Pause. Dann gehen wir halt nochmal zu dem... Ups. Da war was im Weg. Da war was im Weg. Ja, ich passe doch gerade die Ansicht an. Kann ich doch nicht einfach drüber springen? Ey, ganz ehrlich. Gaylord hoch 50. Das gehört sich nicht. Einfach mal Sachen machen, die... Da liegt doch was. Ah, das ist nur ein Fressnapf. Ja, Codesworth, ich komme wieder zu dir. Hey. So weiß ich nicht, was ich tun soll, außer den anlabern, aber... Kann, bitte, kann ich da drüber springen? Na, hey, natürlich nicht. Ja, wie oft soll ich denn bitte den anlabern? Was soll ich dem noch machen? Was soll ich dem machen? Ey, gleich... Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind nicht hier. Oh, ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Schon okay. Danke für den Versuch, Codesworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Aber wenn es nur ein paar Mal ist? Danke, Codesworth. Vielen Dank für deine Hilfe, Codesworth. Du bist der Beste. Sie finden den kleinen John. Ich weiß es. Ach, du willst gar nicht mitkommen, ne? Sieh dich in Concord um. Ich habe keine Ahnung, wo Concord ist. Gucken wir auf die Map. Ich schätze, ich muss da lang. Dahin. Klingt gut. Alles klar. Ah, ich sehe das jetzt auf der Map, ne? Ah, okay. Warte mal, ist es das? Ja, das ist es. Ich muss da lang. Dann gehe ich da lang. Das ist so ein bisschen Skyrim-Style mit der Map. Also diese untere Map, die einem zeigt, wo ich mal muss. Aber... Oh, da ist einfach... Kann ich überhaupt schwimmen? Trinkst du Wasser, stellt das nicht... Nee, stellt das Gesundheit wieder her. Oh. Ja, das ist wahrscheinlich nicht gereinigt. Wahrscheinlich nicht. Sieht bisschen radioaktiv aus. So ein bisschen. Begrüße den Hund. Wenn ich einen sehen würde. Oh, was geht? Was geht ab, Kleiner? Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Eigentümer? Eigentümer. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Der ist ja mal super cute. Okay, lass uns zusammenbleiben. Ja, ganz ehrlich hätte ich auch gesagt. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihn Befehle zu geben. Was hat er denn gefunden? Was ist das, hä? Ein Stimpack? Hey, weißt du, du bist der Beste. Ach, ich kann ihn gar nicht streicheln. Gay. Okay, okay. Mal reingehen hier. Hier sieht's doch interessant aus. Hinterbeine. Drücke Tab, um keine weiteren Befehle zu erteilen. Hä? Bist du behindert? Oh, die Musik ist ja geil, ey. Ist das frisches Wasser? Unwahrscheinlich, ne? Ich kann's nicht mal trinken. Weil da wahrscheinlich nichts drin ist. Amateurfunkbuchs. Das sieht interessant aus. Kronkorkenvorrat. Ah, ja. Red Rocket Terminal.
Oh, ein Jet. Militärisches Klebeband. Aha. Sturmfeuerzeug vergoldet. Komm, was kann man hier machen? Geh mal an den Computer. Wir sind jetzt Informatiker. Geschäftliche Einträge, blablabla. Das ist uns alles eigentlich, ehrlich gesagt, voll egal. Ey, ich mache immer den Pip-Boy auf. Die wollen meinen Hund? Den können sie haben. Irgendwo habe ich den größten Hund der Welt versteckt. Ey, komm schon her. Ey. Ich schlag deinen Arsch jetzt. Und mein Hund schlägt auch deinen Arsch. Gell, Hund? Schlag seinen Arsch. Kommt ihr einfach und greifen uns an. Ich glaub's geht los. Rattenfleisch, ja komm, wollen wir vielleicht mal nicht haben, oder? Ja, kann ich jetzt eigentlich erstmal was essen? Weil ganz ehrlich, ich bin ein bisschen low HP. Na, was heißt low HP? Man kann schnell reisen. Okay. Ja, eigenen Marker setzen brauchen wir jetzt nicht. Hilfsmittel, so. Kaugummi. Ach, das kann Trefferpunkte wiederherstellen, Kaugummi. Ja, das ist doch nice, ey. Wie viel fehlt uns eigentlich? Sehen wir nicht genau, ne? Das hat alles bisschen Strahlung. Das ist halt nicht ganz cool, aber was will man machen, ne? Ja, jetzt stellen wir wieder her. Ja, wunderbar. Okay, können wir hier irgendwas machen? Werkstatt durchsuchen. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen. Okay, anpassen und entfernen. Du wechselst mit links, rechts zwischen den Optionen, bla bla bla, bla bla, drücke E, um es zu bauen. Werkstattobjekte hergestellt, okay. Strukturen. Ja, wir können das wahrscheinlich noch nicht bauen, oder? Immerhin, wie sollen wir das bauen ohne Material? Das würde doch gar keinen Sinn machen, oder? Aber macht es Sinn? Was ist, wenn ich draufklicke? Ich kann keine Eingabe machen. Das ist wunderschön. Strukturen, Holz. Fertighäuser. Verstellbarer Schraubenschlüssel entfernt. Schlosserhammer entfernt. Ach, was ich so finde, kann ich da reinmachen, okay. Ich kann hier Sachen, die rumliegen, einfach verwerten. Ach du Scheiße, weißt du was? Das verwerten wir. Das verwerten wir. Der ist kaputt, den verwerten wir. Die Reifen, die werden assi verwertet. Die werden so hart verwertet, die wurden noch nie so derbe verwertet. Ja gut, das kann man lassen. Ja gut, das kann man natürlich verwerten. Immer alles schön verwerten. Weil ganz ehrlich, Wagenhelmer, den brauchen wir bestimmt nicht nochmal. Ach du Scheiße, was ist das? Ach, das ist, was wir bauen wollen. Okay, ich verstehe. Jetzt können wir aussuchen, was wir... Das sind Fertighäuserstrukturen, okay. Ja, aber ganz ehrlich, was brauche ich sowas? Das brauche ich nämlich nicht. Was gibt's noch so? Böden. Brauche ich einen Boden? Ich brauche keinen Boden. Was gibt's noch? Schutz. Das klingt schon ein bisschen interessanter, ne? Ja, warum kann ich da nicht rein? Wahrscheinlich muss ich das freischalten oder so, hm? Ja, warte, da kann ich jetzt auch nicht mehr rein. Tja, läuft bei mir, würde ich sagen. Läuft bei mir richtig geil. Ach, mit E. Weil E steht für Penis. Wachposten, Geschützturm, Fallen. Ganz ehrlich, Geschützturm klingt richtig geil. Kann ich aber anscheinend keinen setzen, ne? Das ist natürlich schade. Was braucht man dafür? Aluminium. Ach, mir fehlt dafür zum Beispiel nur ein Schaltkreis. Siehst du mal. Schaltkreise, ja gut, kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht einfach so. Ja, das will ich jetzt nicht. Okay, was gibt's hier noch? Stimpack nehmen, ja. Werkzeugkiste, das. Sogar eine Pistole drin, ach du Scheiße. Powerrüstungsstation. Ach so, das sind diese
riesen metallischen Dinger wahrscheinlich. Die metallischen Dinger. Also was sind wir eigentlich schon am Ziel, wo wir hinwollen? Nee, sind wir ja gar nicht. Ey, ey, ey. Wir halten uns hier an Dingen auf, ne? Die brauchen wir gar nicht. Aber das ist in Ordnung so. Ist da jemand drin? Sieht nicht so aus. Sieht irgendwie nicht so aus. Aber warum lebt eigentlich der Hund noch? Und sonst sind hier keine Menschen. Wie kann es sein, dass er lebt? Macht das Sinn? Hey, ich höre Leute schießen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich höre Leute schießen. Ich hab meine Pistole. Du kannst mir gar nichts. Bam. Hab ich ihn erwischt, ne? Hab ich ihm gegeben. Ich hab den komplett einfach mal abgezogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Was ist da oben? Naja, ganz ehrlich, ich helfe dem Typen mal. Ey, hat der ein Snipergewehr? Ganz ehrlich? Der wird kassieren, ey. Warum treffe ich denn nicht? Ey, ohne Scheiß, warum treffe ich denn nicht? Muss ich dem helfen, kann das sein? Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner. Wahrscheinlich ist der eher, ne? Nicht so. Oh, da ist er einer. Hey, hier oben. Hey, ich bin Counter-Strike-Profi, du kannst mir gar nichts. Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Lasermuskete? Zeitreisen für Anfänger. Lasermuskete, kannst du rein? Natürlich kann ich da rein, ganz ehrlich. Warum nicht? Wollen die mich aufhalten? Ich hab einen Hund. Was habt ihr? Ihr habt nichts außer Pussys, weil ihr Pussys seid. Museum of Freedom. Ja, ja, hier sind wir, ja. Sind das Raider? Sieht so aus, ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte gern diese Muskete von The Raider. Ach, Waffen, Waffen. Automatikpistole. Ist da ein Herz am Ende? Ach, weil es Favoriten ist. Ah, das macht Sinn. Schaden 19, 14, 13, 18, ja, das ist ja gar nicht mal so geil. Impro-Pistole, 38, nee, 26 Schuss, glaube ich. Wollen wir die Automatikpistole irgendwie nicht? Ganz ehrlich, ich bin eigentlich zufrieden mit der Pistole. Ich sehe noch nicht wirklich, wo die trifft, deswegen weiß ich nicht. Ey. Ey. Ey, wow. Ich bin doch voll drauf, ganz ehrlich. Ey. Hör mal auf, mich anzuschießen jetzt. Oh. Eine neue Pistole. Komm daher. Meinst du, ich hab dich nicht gesehen, oder was? Aber ich habe da jetzt nur noch 7 Schuss drin. Ja, da vielleicht sollten wir wirklich eine Waffe ändern. Wie viel Schuss habe ich da noch? 12, 5. Ach, das ist so eine geschlossen. Schlechte Pistole. Kein Wunder, dass sie keinen Schaden machen. Abgeschlossen war da. Okay. Okay, das sieht lustig aus. Muss nicht sein, aber sieht lustig aus. Diese Musik dazu ist so geil. Sind hier Leute? Ich sehe keinen. Okay, hier war doch jemand. Ah, da. Ah, da hat er Patronen noch. Wunderbar, wunderbar. Um Granaten zu werfen, Minen auszulösen, rissen sie über den Pip-Boy aus und halten sie linkes Alt gedrückt und lassen sie wieder los. Ja gut, brauche ich jetzt gerade nicht so. Granaten brauche ich gerade nicht so. Buffet und Mutterbeere. 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 Lass uns verdammt nochmal verschwinden, sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Was? Was geht ab? Das ist ja voll die krasse Pistole dafür, dass sie aus Holz ist.
Was geht ab, Leute? Fickt nicht mit dem Ficker. Ich sag's immer wieder. Amerikas Freiheitskämpfer. Krass. Krass, Digga. Richtig krass. Billiard Q. Ja, gut, ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir echt nicht. Leichte Kleidung brauchen wir auch nicht. Schrotpatrone hingegen. Und Schrotflinte und Schlagring und Raider Rüstung. Rüstung. Das ist schon eher cool. Hat das aber jedoch... Dingsbums? Habe ich jetzt was Cooleres bekommen? Wo ist die Schrote? Ach du Scheiße, mach die Schaden. Da habe ich aber wahrscheinlich weniger... Muni. Genau, Muni. Kleidung. Wir wollten Kleidung angucken. Ach, das ist ein Kopfteil. Weißt du was? Ziehen wir das Kopfteil an. Was wollen die machen? Sauberer blauer Anzug bringt mir wenig. Raider-Anzug. Da steht Plus, ne? Ich mag Plus. Warte, da ist 5 und 10. Ja, das ist halt weniger, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Wie sehen wir denn aus? Ach, das geht drüber. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das tauscht das aus. Interessant. Sieht ein bisschen Otto aus. Aber manchmal muss man einfach Otto sein. Ist das Licht? Ach so, das ist von draußen. Ich dachte, da sind Neonröhren. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen passen. Ich sehe gar keinen. Was labern die? Oh, was geht? Bester Hund, EU. Du bist der beste... Sprungmesser... Lederkombi, nee. Der hat auch eine Schrot. Wunderbar. Leute, was geht? Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Ja, der hat eine geile Waffe. Nein, das ist es nicht. Minuteman, wer seid ihr? Minuteman? Reise ich jetzt etwas Alter, zurück ich in aus. Der Zeit? Ach du Scheiße. Innerhalb einer Minute zu beschützen. Das ich will auch wie ein Cowboy aussehen. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Gottverdammt. Okay, die Welt hat sich verändert. Nee, erzähl weiter. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Was sind Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Ja, das sind wir alle, oder? Ich bin verstrahlt. So schön verstrahlt. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Nein, das ist es nicht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Sag es mir. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Oh, ein Vertibird. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Ich liebe Vertibirds. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Lass mich raten, die werde ich anziehen. Ja, gefällt mir. Ja, dachte ich mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? In die Hölle? Ich mag das. Du gefällst mir. Gute Idee. Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Klingt sogar sehr gut. Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Warum? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär... Ja, kriegt man doch überall, oder? Und wir aber wissen, wir wo kommen man nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ja, weißt du was? Ja. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay.
Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steckt oh ja, Fortuna Assihold. Ich heiße zwar nicht Fortuna, sondern Peter, Räder, aber ist okay. Den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Danke, 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 danke. Was geht bei denen so? Kind. Ey, halt dein Fress. Kommt was und es ist wütend. Ja, ich bin auch wütend und trotzdem erschieße ich nicht Leute. Wobei, warte, das mache ich doch. Ist da hinten was? Ich dachte. Ich habe gedenkt. Es tut mir leid, Leute. Ich habe euch enttäuscht. Aktenschrank, Aktenschrank, alles leer. Haben die hier schon alles abgezogen, ne? War hier nicht oben jemand, der auf mich geschossen hat? Irgendwie ja nicht, ne? Commonwealth. Ja, gehen wir da hinein. Klingt wunderschön. Ah, da ist doch der Anzug. Wo ist das Problem? Hier liegt noch was. Kronkorkenvorrat. Klingt auch gut. Lock SSG, Michael Daly. Ja, brauchen wir nicht. So, Powerrüstung. Eingabe. Ja, wunderbar. Gehst du nahe hier. Ist zwar ein bisschen rostig, ne? Ach, das hat keine Energie. Powerrüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst. Halte E, um deine Powerrüstung zu verlassen. Warum würde ich das verlassen wollen? Ah, okay. Hier habe ich auch ein Pip-Boy-Menü hier so drin. So. Ja, was muss ich denn überhaupt machen? Entriegle das Sicherheitstor. Ja, wo ist denn das? Kann ich damit einfach runterspringen oder so? Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Jetzt geht's los. Oh, was geht? Ja, das nenne ich Fickerei. Ganz ehrlich, das ist harte Fickerei. Boah, die sind sowas von dem Arsch. Wenn ich treffen würde damit. Ich sehe da nicht viel, was ich treffe. Aber irgendwas treffe ich bestimmt. Ah, okay, so ist einfacher. Ey, muss der jetzt nachladen oder was? Kann ich da einfach runterspringen? Bestimmt, oder? Wuhu! Oh, kein Fallschaden. Geil. Bam, bam. Ja, willst du mal sterben? Irgendwie treffe ich den Null. Ja, wunderbar, ey. Ich sehe keinen mehr. Wo ist denn der? Da vorne. Bam, 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 bam. Ey, dann komme ich halt näher, ganz ehrlich. Okay, einer ist weg, Leute. Einer. Oh! Ja. Das kann man auch machen. Weißt du das? Und die leben einfach noch. Ey, ihr seid doch Labersäcke. Als ob die noch leben. Ey, wie oft will ich da eigentlich draufschießen und die verrecken einfach nicht. Okay, ich komme, Leute. Gebt mir Zeit. Gleich bin ich bei euch. Kann sein, dass ich da nicht treffe, ey. Vor allem, wie oft soll ich die eigentlich anschießen? Ich sehe auch das Blut spritzen. 5000 Liter und die leben einfach noch. Ey, da tick ich aus, Mann. Danke, danke. Oh, es geht ab. Ich hab was gefunden. Haben Sie gefunden? Wie viele kommen da? Oh! Leute, ich glaube, da ist ein Gegner. Leute, ich glaube, der ist wütend auf uns. Haben wir seine Sippschaft irgendwie zufälligerweise gekillt? Kann das sein? Ja, wo ist er denn hin, Mann? Jetzt sag bloß, der kommt außen rum. Laufen wir jetzt im Kreis oder was? Ah, da ist er doch. Ey, nicht auf meinen Hund jetzt. Diese Bitch, gell? Der kriegt noch. Der kriegt noch. Glaub mir, der kriegt. Dein Hund ist in Schwierigkeiten. Ey, du lässt den jetzt in Ruhe. Aua. Okay, das tut weh. Weißt du was? Das tut weh. Das tut weh. Es tut mir leid. Schieße. 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 Warum? K-
keine Energie, Halter zu verlassen. Stimpak. Okay, Stimpak. Ja, 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 ja. Oh, warte, das ist nicht unter Ausrüstung. Hilfsmittel, Hilfsmittel. Ja, ja, ja. Gönn dir. Halte E. Digga, ich glaube, du musst da raus. Warum geht das nicht? Ich halte E zum Verlassen. Und schießen kann halt auch nicht mehr. Das ist halt ziemlich geil. Dann, wurde ich gerade ge-one-headed? Weißt du, das Ding kann nicht mehr schießen. Dann will ich raus, um ihn mit der Pistole einfach zu beenden. Und es geht nicht! Habe ich nur so und so viel Schuss oder was? Ach, ich hätte die Waffe einfach so wechseln können? Ehrlich jetzt? Nee, oder? Tatsache. Ey, das habe ich nicht gewusst. Ganz ehrlich, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich ums Verrecken nicht gewusst. Ah, aufs Neue. Aber diesmal geht es zack, zack, ey. Alter, verreck. Okay, ich gehe doch eh runter. Ach, da unten rechts steht mein Ammo. Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch so eigentlich. Macht natürlich perfekt Sinn. Okay, ich gehe direkt näher ran, ganz ehrlich. Sonst verbrauche ich wieder zu viel. Das muss nicht sein. Sonst habe ich nichts mehr, um meinen Hund zu retten. Mal ganz ehrlich. Mein Hund folgt mir immer noch. Weißt du was? Oh nein, ich wollte gar nicht raus. Ich wollte gar nicht raus. Ich wollte gar nicht raus. Ich will rein. Ich will rein. Geh rein. Geh rein. Ich wollte ihm einen Befehl geben. Hey. Du bleibst schnell im Licht. Hier. Hey. Ich hab... da. So, danke. Muss nicht sein, dass er mir folgt. Weil ich hätte ihn gerne noch am Leben. Ich mag Hunde. Ich mag das Fieder. Deswegen alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung. Er wird überleben. Dafür werde ich sorgen. Auch wenn ich nicht mehr Slacken heiße, was? Oh! Upsala, das war nicht gewollt. Tut mir leid, aua. Ach, ich hab meinen Arm verloren, kann das sein? Sehe ich nicht, ich sehe meinen linken Arm nicht. Ah, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Da kommt er jetzt, da kommt er jetzt. Nachladen. Deine Mutter lädt nach. Glücklicherweise ist das schön groß, damit ich reinballern kann. Oh nein, er will meine Eier. Leute, er will meine Eier. Er will eindeutig meine Eier. Zugriff! Ausschalten! Oh, jetzt habe ich meinem Hund gesagt, er soll angreifen. Das war vielleicht keine gute Idee. Dann wiederum. Gute Ablenkung. Okay, okay. Ich bin gleich tot. Das muss nicht sein. Inventar, Hilfsmittel, Stimpak. Bitte nicht sterben. Jetzt verreck mal. Da ist er tot. Eliminiere die Feinde in... Ja, bla bla blub. Weißt du was, das kriege ich hin. Leider haben die jetzt irgendwie Granaten. Das ist, finde ich, nicht so cool. So, da sind die, glaube ich, alle tot. Kann das sein? Erstatte Preston Bericht. Ist der Preston das da oben? Wenn er da noch wäre? Oh, Hundi, was geht? Ja, ich will jetzt eigentlich nicht verlassen. Aber ich meine, wenn ich einfach nur... Ja, dann verlasse ich halt mal. Ich meine, mit dem Teil will ich jetzt nicht durch die ganze... Dingens da rennen. Was weiß, das ist der Preston. Da steht... Ach, das ist mein Hund! Okay, Karte, 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 was sagst du? Concord. Gut, dann gehe ich einfach mal rein. Ah ja, da soll ich auch hin. Natürlich muss ich da hin, hallo? Wohin soll ich denn, sonst, kommt mal klar.
Das macht doch Perfect Sense alles. Ich liebe Perfect Sense. Wenn ihr das lebt, dann lebe ich das auch. Wenn Sachen Sinn machen, dann ist das schon gut. Hey, das war was geht? Wirklich erstaunlich. Hey, danke, Mann. Froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin halt der Beste. Ah, da, 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 da. Ich bin auf meiner Seite. Ich bin auf meiner Seite. Abo, Badass. Im Commonwealth kann man nie genug von... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Macht Sinn. Für alles, was du getan hast. Danke. Gerne doch. Ich nehme das Geld so von gerne. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Ich glaube, das mache ich. Ja, mache ich. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Du machst mir Angst. Ich habe es gesehen. Du guckst mir tief in meine Seele. Das Loch in deinem Herzen. Sicher, dass das Loch in meinem Herzen war und nicht irgendwie an meinem Arsch? Du lügst. Bleib mir weg mit deinem Schicksal, Mist. Ich hab dich Auge im Auge einer 6 Meter großen Echse gegenüberstehen sehen. Findest du, danach kann man nicht mehr für alles offen schon sein? In Ordnung. Nee, kann man nicht eigentlich, ne? Nicht jeder versteht das dritte Auge. Aber du sollst mir das dritte Auge? Was laberst du? Du bist ein Mann ohne ich will dir nicht zuhören. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Und dir helfe ich. Geile Tennissocken übrigens. Sohnes spüren. Er lebt. Läuft bei dir. Nicht mal Schuhe hast du. Soll ich dir welche gönnen? Ich gönn dir. Der Ding ist über meinen Sohn geredet. Ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Also Kind, ich weiß. Obwohl ich kein Ohr bin. Das dritte Auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Ja, hey, ich glaub's dir. Ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth, Diamond City, die größte Siedlung in der Gegend. Diamond Was City? Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Ein paar was? Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch sei um. Sei still, Preston. Gell, sei still, Alter. Irgendwann sterben wir alle. Alle? Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Naja, geht so, ne? Wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Ich will seine Waffe. Sanctuary. Es ist nicht weit. Wow, was geht bei dir? Erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Keine Sorge, Leute. Entspannt euch alle mal. Ich komm mit. Wir sind alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Ja, wunderbar, Mann. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Ab in die Fickerei. Aber das machen wir, wie immer, in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr da wart. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hoffentlich. Komm schon, ja. Bestimmt. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao.